Wir erstmal diesen Schleim und testen dann gleich mal Dingspunkt. Vielleicht soll ich mal ihr Eule, ihr. Jetzt bin ich übermächtig. Ja, ihr mich auch. Jetzt bin ich gleich tot. Wir analysieren das Ding mal. Gott, wie es guckt. Stufe 2, 50-50 AP, Stärke, Wasserschwäche, Feuer. Ich will es mir eh nicht merken. Das weiß ich jetzt schon. Oh, jetzt ist er böse. Wütender Schleim. Toll, ich finde einen Wassereimer. Genau, was ich mir gewünscht habe. Oh, ein Kräuter. Ich hätte es erstmal fertig lesen sollen. Nein, ich klick's weg. Ist es. Niemand will wissen, was da steht. Ich mach's. Also, ich kann. Scheiße. Das muss ich. Dass hier keine Direktladenfunktion gibt, stört mich irgendwie. Das ist jetzt hier das Einzige, was mich stört an solchen Spielen. Wenn wir jetzt ins Menü gehen, müssen wir gehen aber rein. Eigenartig, dieser Nebel wirkt auf seltsame Art lebendig. Bei allen Dämonen des Gezackten, was ist das für ein fauliger Gestank? Ist das Moda? Und wieso habe ich das Gefühl, der Weberarm, der Waberarm versuche, nach mir zu greifen? Also in der Höhle unter dem alten Baum werde ich mich ganz sicher nicht verbergen. Ach Mensch, Frauen, immer so empfindlich. Bloß weil er seit 10 Jahren die fauligen Eier liegen. Ein Toter! Was geht in diesem Wald noch vor? Sieht ein wenig aus wie eine Statue oder so. Darum kann ich mich später kümmern. Ich habe gerade meine eigenen Sorgen. Er lebt! Es sieht gar nicht gut für ihn aus. Ach, aber nur einen kurzen Moment, Valdrada. Das Gröbste ist schnell behandelt. Alles Weitere liegt in der Hand der Götter. Nicht mehr in meiner, denn ich bin gleich wieder weg. Gut gemacht, Dagmar. Du hast sie entdeckt. Leise, Kerle. Das Weibstück ist gefährlich. Verdammt, Hexen. Ich hab Quark immer noch Appetit auf Fliegen. Halte die Männer zurück, Dagmar. Ich schnappe sie nicht mehr allein. Schon wieder eine Heldentat. Gib ja Acht auf dich. Seit wann fürchtet der Jäger die Beute? Yeah, voll in den Baum. Nur noch diese Stelle und dann soll es geschafft sein. Was davon? Wo kommst du denn? Yeah. Frauenschläger, eine echte Heldentat, der hat eine Frau niedergeschlagen. Was für ein Fang. Ich habe an diese Dämonenbuhlen lebend erwischt. Ich spreche total komisch. Der Hochmeister wird begeistert sein. Ja, yeah, ich habe eine Frau niedergeschlagen. Ich bin so toll, verdammt. Ja, schafft sie zum Kann. Und dass sie mir die Hexen gut verschnürt. Was machen wir mit dem alten Mann dort? Der Hexer hätte kaum ihre Flucht unterbrochen, wenn er nicht von Wert für sie wäre. Er wird bald lernen, was den Komplizen der Hexenschaft blüht. Packt ihn auch in den Kann. Den Karren. Die Karre. Die Schubkarre. Dann erwachte ich gefesselt und geknebelt in einem von Splittern strotzenden Holzkern. Eine faszinierende Geschichte. Was meinst du, Brunn? Spricht die Hexe die Wahrheit? Zu lauteren Wahrheit ist nur der fähig, der auf dem Pfad des Güldenen wandelt. Du kennst die gerechten Gebote gut, Brunn. Soll das heißen, ich lüge? Hey, du warst doch dabei. Du weißt, dass es so war. Vergiss nicht, wo du bist. Wer soll dir hier schon glauben? Du hättest aus reiner Herzensgüte dem alten Mann geholfen? Ha! Gestehe! Welchen Wert hat er für dich? Welche Dämonen betet dir an? Totenziegenkopf. Es ist, wie ich sagte. Ich wollte nur helfen. Von allen Versuchen, den Befragungen der glühenden Eisen zu entgehen, ist das einer der jämmerlichsten. Die Art, wie du zum Lügen versuchst, verrät viel über dich. Nun werden wir den Rest erfahren. Ist mein Mikrofon an? Ja. Gut. Auf die Bank mit der Hexe. Ihr yeah, Schuhbank. Endlich, Meister. Los, Knechte, packt sie. Hochmeister, Hochmeister. Es ist soweit. Er erwacht. So zeitig, dann muss es ernster als gedacht stehen.
Schnell, rufe die gerechte Versammlung ein. Ich finde es immer schön, wie bei solchen Organisationen immer das Wort gerecht und ja, Freiheit sind so beide und blablabla verwenden werden. Ja, Hochmeister, ich eile! Was denkst du, Brunn? Ist das ein gutes Zeichen? Es ist immer ein Grund zur Freude, wenn er uns erscheint. Wie immer korrekt geantwortet, aber gib Acht, unseren Glauben nicht zu sehr auf geflissentliches Rezitieren zu beschränken. Manchmal sind auch die eigenen, unvollkommenen Worte von Wert. Ich werde auch diese Lektion beherzigen, Hochmeister. Und sie mir bei nächster Gelegenheit wortwörtlich aussagen. Ich weiß, Brunn. Und nun komm, dies hier muss warten. Bring die Hexe in die Zelle zurück. Keine glühenden Eisen, Herr? Ich habe ja noch nicht einmal ein paar Funken einsetzen dürfen. Höre ich recht? Willst du den Hochmeister korrigieren? Was steht hier rum, Knechte? In die Zelle mit der Hexe. Guck nicht so enttäuscht, Schätzchen. Du musst ganz bestimmt nicht darauf verzichten, mit hübschen Mustern versehen zu werden. Yeah, Branding, das machen Frauen heute doch freiwillig, oder? Har, har, har. In die Zelle mit dir. Har, 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 har. Har, 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 har. So war das also. Nur, weil du während deiner Verfolgung an mir herumfummeln musstest, hält man mich für deinen Komplizen. Ich habe dich gerettet, du unbankbarer Dickwanst. Na, vielen Dank für deine Mühe, mich in das Verlies der Hexenjäger verfrachtet zu haben. Achte auf deine Worte und du machst, dass du in deine Zelle kommst. So. Yeah. Halt schön still, Hexenweib. Du willst doch nicht mein Messer zwischen den Rippen spüren, oder? Hör auf, an der Kleinen herumzufummeln. Dafür hast du später noch Gelegenheit genug. Wir müssen erst einmal den Meister beruhigen. Ja, ja. Gehen wir zu ihm und hören uns wieder sein Geplärre an, weil er nicht zum Foltern kam. Tja, deswegen mache ich Let's Play, um Leute zu foltern, ne? Wie kann man jemand mit seinem Beruf nur so ein Sensibelchen sein? Und ich habe bloß 49 Frames, warum? Soll ich 50 haben? Ha! Der Bursche hat in der Eile mit den Fesseln geschlampt! Jetzt macht euch auf etwas gefasst! Yeah, ich bin immer noch eine Hexe, yeah! Und ich habe wieder volle MP und HP, ja! Zum Glück war ich geknebelt! Da blieb mir wenigstens diese widerliche Grütze erspart! Die Klapppritsche darf sich rühmen, zu unbequemsten überhaupt zu zählen, auf das man sich betten kann! Oh ja. Wie hart ist das Bett? Au, der rostige Span hat eine tückische Spitze. Wir spielen um das Bett. Der Verlierer muss es nehmen. ja, das hatte ich schon. Ich will aus dem Fenster da gucken. Mach dich auf die Macht der Hexerei gefasst, armselige Tür. Verflixt, warum konnte mir Tanka keine Tür fürs Zauber beibringen? Hallo, Nachbarin! Gibt es Probleme? Warum bin ich jetzt so komisch? Lass mich in Ruhe! Du bist doch nicht etwas sauer wegen meiner kleinen Bemerkung auf dem Flur, hm? Was gibt's da zu sehen? Kipp doch eben mal meine Liege an, damit ich auch gucken kann, Dicker! Gib Ruhe, oder ich stopf dich mit deinem eigenen Bart! Oh, das will ich sehen. Grobian! Nachbarin! Hey! Psst! Ja. Was ist, Narbensäge? Du hast Probleme mit der Tür, richtig? Nein, ich tue nur so. Ach, der große Meister weiß also, wie man Türen öffnet. Dann spaziere doch einfach hier raus, du Schwätzer. Ich bin ein Abenteurer, Kindchen. Natürlich kenne ich mich mit Schlössern aus. Aber solange meine Hände gefesselt sind, nützt mir meine Fähigkeit nichts. Ich kann wohl kaum zu dir rüberkommen und deine Stricke lösen. Du könntest aber nach etwas Spitzem Ausschau halten, dass du mir dann in die Zelle wirst. Ein großartiger Plan. Du schneidest dich so von deinen Fesseln los und entkommst. Und ich faule hier dann immer noch vor mich hin. Deine Tür öffne ich natürlich auch. Klar, Frauen nehmen immer mit, oder? So? Welche Garantien habe ich? Ehrenwort. Wehe, der Kerl hintergeht mich. Yeah, er bricht einen rostigen Span vom Gitter ab. Ja, reiß es einfach mal vom Gitter weg. Yeah, wir sind Hexen. Wir können Stahl wegreißen. Ich habe etwas. Fang! Au! Was für eine feurige Idee, einen roffen Span mit dem Mund zu fangen! Also ich finde die Idee gar nicht mehr so blöd.
Frei! Na, was willst du machen, wenn ich nur einfach Alarm brülle? Au! Also die klassische Antwort. Yeah. Oh Gott, jetzt muss ich wieder Schlösser knacken. Das ist so ein verdammt raffiniertes. Das überfordert mich. Yeah, ich bin's. Ich hab's drauf. 50 EP, yeah. Ich hätte eine Uhr mitnehmen sollen, dann wüsste ich so. Können wir noch irgendwas machen? Hi. Nur ein Scherz! Sagt er noch irgendwas Neues? Nein. Okay, dann machen wir jetzt. Oh Gott. Noch ein. Ja, aber ich bin der Überschlossknacker schlechthin. Und deswegen. Ja, yeah, 50 EP. Nicht schlecht. Du hast es wirklich in den Fingern. Raus mit dir. Wir haben noch einiges vor uns. Wir? Sollen wir das hier etwa gemeinsam angehen? Warum nicht? Es könnte einfacher werden, wenn wir unsere Talente bündeln. Ja, wie ein Heubündel, ey. Lass mich überlegen. Wo denkst du hin? Meinetwegen wurde ich geschnappt. Meinetwegen wurde ich geschnappt, ja. Deinetwegen wurde ich geschnappt. Leb wohl, du Klotz am Bein. Klotz am Bein? Wie? Die feine Dame hatte natürlich einen Napf ganz für sich allein. Das soll unbequem sein. Früher hatten wir unsere Matratze mit Kieselschutt gefüllt. Und haben wir etwas geklagt? Natürlich nicht. Ja, genau. Können wir da auch öffnen? Nein, nein, nein. Nimm die Finger von der Tür. Wenn du wahnsinnig genug bist, hier ausbrechen zu wollen, zieh mich wenigstens nicht mit hinein. Kein Ehrgeiz. Lass es lieber bleiben, Kumpel. Hier kommen wir doch nur auf einen Rausch. Als Aschewölkchen. Ja, wir sind nämlich im KZ. Ja, wie lustig. Der Ort ist mächtig belebt. Aber irgendwie musste das Weib doch auch geschafft haben, sie vorbeizuschleichen. Ich sollte auf jeden Fall auf jede meiner Bewegungen achten. Links, rechts, boah. Schluck. Rauf, links, rechts, runter. Yeah, ich bin's. Ich hab's einfach drauf. Yeah. Eigentlich eine Verschwendung, dass ich ein erfahrener Abenteurer mit solchen Kleinigkeiten abgeben muss. Oh. Ein Autospeicher. Wenn eine einfache Wald- und Wiesenhexe hier durchgelangt, schafft das ein echter Abenteurer erst recht. Irgendwie. Okay. Wo kann ich hinlaufen? Was kann ich klauen? Rechts, rauf, runter, links. Also, ich kann gar nichts klauen. Uch, so voll des Scheißspiele. Hier kann man gar nichts klauen. Was ist denn Kack? FG. Puh. Links, links, rauf, runter. Gott, ich hoffe, das wird später noch länger, sonst werde ich total versagen. Meisterschleicher. Genug von diesem Kinderlitzchen. Mir ist nach Abwechslung. Yeah. Wen haben wir denn da? Ich glaube kaum. Du hast extra auf mich gewartet. Vielleicht war ich vorhin etwas voreilig. Wir könnten eventuell doch unsere Talente bündeln. Mit anderen Worten, du sitzt fest. Du hast wirklich eine einladende Art. Wenn du keinen Wert auf meine Gesellschaft legst, dann... Sei ich so hitzköpfig. Mein Angebot steht nach wie vor. Also gut, dann sind wir jetzt Gefährten. Du kannst gleich einmal versuchen, die Falle zu entschärfen. Du kannst Fallen aufspüren? Wie machst du das? Sagen wir einfach, ich hätte sie bemerkt. Genug geschwatzt. Ich möchte so schnell wie möglich aus dieser Festung hinaus. Ah ja, klingt für mich, als wenn sie voll reingelaufen wäre. Kann ich da wieder runter? Richtig, hier war ich doch schon. Ey, bringt mir nur nichts. Glaubst du, das hätte ich nicht längst schon versucht? Dort oben, wie will es von Waffenträgern? Work. Hier liegt mehr Fleisch auf einem Haufen, als mein Dorf in einem Monat zu sehen bekommt. Verstehe, faule Bauern. Noch rot, damit vorläufig uninteressant. Vorläufig? Hm? Was hast du denn da im Mund? Schlag dir den Wanzen anders mal voll.
Bei solchen Vorräten freut man sich doch regelrecht auf eine Belagerung. Ja. Das nenne ich eine ordentliche Emotion. Der Duft ist wirklich betäubend. Bei Talma, ich rieche Miet. Und ausgerechnet an diesen Fässern fehlt der Zapfhahn. Na, toll. Was ist denn hier noch für ein Raum? Du kommst scheinbar nur selten aus deinen Wäldern heraus, hm? Jetzt bin ich doch heraus. Was habe ich davon? Probleme? Wer hat diese riesigen Fässer eigentlich die schmalen Stufen hochwuchten müssen? Wie passen die überhaupt durch die Tür? Oh Gott, ich muss eine... muss wieder ein Schloss knacken. Fuck. Alles klar, machen wir das gleich nochmal. Aff! Kackschloss, geh auf. Das ist mehr so ein Glücksspiel, ob man da wirklich grüner wird. Na, also geh doch. 5 CP, hält einen starken Heiltrank, erhält ein Holzschild. Kann ich den gleich mal anwerfen? Anwerfen, yeah, ich werfe mein Holzschild an. Hör dir den Motor brummen. 500 PS. Da kommen wir kaum ungesehen vorbei. Huch, komm. Hier ist noch ein Fass. Aushungern wird man diese Feste so schnell nicht können. Aber wer sollte überhaupt verrückt genug sein, die Hexenjäger belagern zu wollen? Ja, so, pff, warum nicht? Halt, darf ich noch hin? Ich hätte nicht über Lust, eine kleine, quakende Überraschung hineinzugehen, zu geben. Über Walburga muss ich einen Froschzauber ja wie von einer alten Glocke hüten. Glocke. Aber Walburga muss hier, muss ihren Froschzauber ja wie eine alte Glocke hüten. Okay, voll krass jetzt fallen hier. Ah ja, richtig. Okay. Nein, nein. Nein. Moment, doch. So, wie hat das jetzt nochmal funktioniert? Oh Gott. Habe ich schon erwähnt, dass ich eine Weile lang nicht mehr gespielt habe? Ich hätte schon längst durch, ey, wenn ich hier nicht so aufnehmen würde. Warum wähle ich das jetzt nochmal aus? Bin ich schlau oder was? Ja, speichern und laden ist mein guter Freund, wie ich schon oftmals erwähnt habe. Fuck you. Ach, das wollte ich doch jetzt gar nicht anklicken.